Hey ho Leute und herzlich willkommen zu meinen Geburtstagsneuzugängen. Ich hatte am 17. November Geburtstag und ich bin 22 geworden. Und ich habe ein paar Sachen bekommen und ich habe aber allerdings auch noch ein paar Sachen gekauft. Ich packe hier jetzt mal einiges anderes noch mit in das Video. Ja, und ich war ja über meinen Geburtstag zusammen mit meiner Mama in Dublin in Irland. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Auf jeden Fall habe ich mir da ein paar schöne Sachen geholt und ich zeige euch einfach mal alles. So, es gibt eine ganze Menge Bücher, aber ich möchte euch erst noch was ganz Besonderes zeigen, was ich ganz, ganz doll liebe. Und zwar gibt es in Dublin einen offiziellen Disney Store. Und ich war da schon mal 2011 drin auf meiner Studienfahrt mit der Schule. Und damals habe ich den Laden schon geliebt. Ich habe mir nichts gekauft damals. Und jetzt habe ich mir was gekauft. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Es gab da ein Regal mit Tassen. Und ich habe ja so Tassen angeguckt und es war alles so Mickey Mouse, Minnie Mouse, ein bisschen von hier Iron Man, Avengers und was weiß ich. Und es hat mich alles nicht so angesprochen. Und dann stand ich aber ein bisschen weiter weg vom Regal und habe nochmal so einen Blick darauf geworfen und dann habe ich sie gesehen und ich musste sie mitnehmen. Und ihr kennt sie wahrscheinlich schon von Instagram, weil ich habe da auch schon ein stolzes Bild von ihnen gepostet. Auf jeden Fall, diese beiden Tassen habe ich gekauft. Oh Gott, sie sind so wunderschön, oder? Es ist Wall-E. Und es ist Eve. Oh Gott, sie sind so wunderschön. Diese beiden Tassen sind so cool. Und die ist viereckig von Wall-E. Und die von Eve hat auch so eine richtig coole Form. Und ich mag die beiden so gerne. Das Wall-E ist auch einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Ich liebe diesen Film über alles. Und jetzt habe ich diese beiden Tassen. Und sie stehen jetzt immer bei mir hinten im Bücherregal. Und sind da jetzt eingezogen. Und ich weiß nicht, ob ich jemals aus ihnen trinken werde. Aber die sind einfach so niedlich. So, dann außerdem im Disney Store, wo ich gerade dabei bin, habe ich diese Minnie Maus gekauft. Und zwar ist das eine besondere Minnie Maus, weil sie so eine Special Edition von 2015 ist. Und die kostet eigentlich 30 Euro, aber wenn man in dem Laden mehr als 15 Euro ausgegeben hat, konnte man die hier für 10 Euro kaufen. Und ich fand die so niedlich. Es gab auch noch einen Mickey, aber den fand ich nicht so cool. Aber ich fand die Klamotten von Minnie einfach so schön und die ist so weich. Eigentlich stehe ich gar nicht so auf Mickey Mouse und Minnie Mouse, aber die hier finde ich echt super niedlich und deswegen musste sie mit, auf jeden Fall. Und oh, sie hat echt schönere Klamotten an als ich. Der Tag, an dem wir in diesem Disney Store waren, war mein Geburtstag und deswegen hat meine Mama mir noch was geschenkt und das war auch ultra lieb von ihr und zwar eine Handyhülle hier mit Jasmin drauf von Aladdin und ich finde die so schön, die glitzert auch so ein bisschen hier bei ihrem Gürtel so und die Ohrringe und hier so ein bisschen an der Seite glitzert das und sie ist so, so, so schön und ich bin so verliebt. So, dann kommen wir zu den Büchern. Und zwar habe ich von meinen Eltern ein paar Bücher bekommen und das erste ist der zweite Band von Silber von Kerstin Gier. Den ersten habe ich ja auch noch nicht gelesen, aber hier stehen. Und zwar hatte ich eine Wunschliste für meine Eltern gemacht mit so ganz, ganz, ganz vielen Büchern drauf. Also ich habe wirklich ultra viele Sachen auf diese Wunschliste gepackt, weil ich das immer so schade finde, wenn man schon weiß, was man zum Geburtstag kriegt. Und so war die Chance einfach niedriger, dass ich wirklich genau wusste, was ich bekomme. Und hiermit hatte ich auch nicht gerechnet und ich finde das cool und ja, auch wenn ich jetzt gehört habe schon von einigen, dass der dritte Teil nicht so doll sein soll, bin ich trotzdem noch gespannt auf die Trilogie und möchte das gerne noch lesen. Dann als nächstes ein Buch, was ich schon ganz, ganz, ganz lange lesen möchte und zwar Forbidden von Tabitha Suzuma. Und der Gordon, der empfiehlt das ja auch immer und es gibt super viele Leute, die dieses Buch lieben und es soll ja so unfassbar traurig sein. Und das ist genau was für mich. Ich freue mich total drauf. Dann ein Buch, auf das ich mich auch mega freue. Und zwar Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Und das ist auch so ein bisschen so eine Endzeitgeschichte irgendwie. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch eher so ein Erwachsenenroman tatsächlich. Aber so ein bisschen dystopisch, Science-Fiction-mäßig, glaube ich, angehaucht. Und ich finde das Cover so wunderschön. Und ich freue mich absolut drauf auf dieses Buch. Dann als nächstes ein Buch, was ich schon gelesen habe, und zwar Mut zur Freiheit von Yeonmi Park. Das ist die Autobiografie von einer jungen Frau, von dem Mädchen. Sie ist, glaube ich, genauso alt wie ich ungefähr. Und sie ist in Nordkorea geboren und mit 14 oder 13 Jahren geflohen, zusammen mit ihrer Mutter. Und
war dann in den Händen von Menschenhändlern in China und es hat Jahre gedauert, bis sie dann endlich durch Umwege nach Südkorea gelangt ist und jetzt in Freiheit lebt. Und es gibt eine ganz, ganz, ganz bewegende Rede hier auch auf YouTube und ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in der Infobox. Als ich das erste Mal gesehen habe, diese Rede von ihr, da habe ich geweint, weil mich das so ergriffen hat und daraufhin wollte ich unbedingt dieses Buch lesen und dieses Buch war auch einfach echt nur genial. Also wie kann man zu sowas genial sagen, aber es war sehr, sehr erschreckend und es hat mich absolut gepackt und es ist unfassbar, dass es sowas einfach gibt, wie dass solche Sachen passieren wie in Nordkorea, wobei ich mir das bei ganz vielen Dingen auf der Welt denke, dass es unfassbar ist, dass sowas passiert. Aber das ist was ganz anderes. Das driftet hier jetzt ab in eine Richtung, die komisch ist und die eigentlich nicht zu meinem Kanal gehört. Aber auf jeden Fall kann ich das Buch nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen für diese Themen interessiert. Und ich fand es ganz, ganz toll und es hat mir ganz viel mitgegeben. Und ich finde es auch einfach total interessant, so zu lesen und aus erster Hand zu erfahren, wie das Leben dort ist und wie es den Menschen da geht. Und ja, es hat mich sehr, sehr gepackt und sehr berührt auch. Und ja, das fand ich großartig, das Buch. Und wie gesagt, ich verlinke euch ihre Rede mal unten in der Infobox. Schaut das auf jeden Fall an. So, dann kommen wir zu den Büchern, die ich mir selber gekauft habe in Irland, in Dublin. Aber das sind gar nicht so viele. Das sind nur zwei und eins davon ist gar kein richtiges Buch. Aber wir fangen mit dem richtigen Buch an. Und zwar The Rest of Us Just Live Here von Patrick Ness. Das gab es dort in einer signierten Ausgabe. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie kann das sein, dass hier einfach Bücher rumliegen, auf denen sogar Sticker sind, dass sie signiert sind. Und das Buch hat übrigens auch noch einen blauen Buchschnitt, was ich auch total geil finde. Und wie gesagt, es ist signiert. Hier ist Patrick Ness Unterschrift. Und ich konnte es nicht liegen lassen. Es geht hier auch anscheinend um irgendwas, Superheldenmäßiges, also nein, nicht wirklich, aber auch mit irgendwelchen Kräften. Und eigentlich ist ein Typ nur ein ganz normaler Junge. Und er ist, glaube ich, nicht der Held. Oder ich weiß es auch nicht so genau. Wirklich, ich weiß nicht, worum es geht. Es tut mir leid, wenn ich dir jetzt vollkommen Stuss erzählt habe. Ja, ich glaube, sein bester Freund hier, der hat, glaube ich, irgendwelche Kräfte oder was weiß ich. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Buch. So, das zweite Buch, was ich mir gekauft habe, ist ein Notizbuch. Und zwar dieses hier mit dem Hogwarts-Logo vorne drauf. Und es fühlt sich so richtig schön und hochwertig an und es gefällt mir richtig gut. Es ist, glaube ich, einfach nur liniert. Nein, ach genau, hier vorne sind ja noch so Illustrationen drin. Oh Gott, das ist so wunderschön. Hier sind auch noch so ein paar Fotos drin mit Fotos vom Film und ich glaube auch noch Illustrationen teilweise. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz schön und es ist sonst einfach nur liniert. Ich glaube, hinten drin ist auch noch ein bisschen was. Hier ist nochmal das Quidditch-Feld als Illustration und das ist super, super schön und ich liebe dieses Buch. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich es benutzen werde, weil ich eigentlich nicht so der Notizbuchmensch bin. Aber das hier musste einfach mit, weil es so wunderschön war. Es ist wunderschön. Das gehört mir. Dann habe ich mir noch ein Buch gebraucht bestellt und zwar Salvage von Alexandra Duncan. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es auch so ein bisschen was mit Space und Weltraum und ich denke auch Science Fiction und so weiter. Und da habe ich irgendwie momentan auch ziemlich Bock drauf und deswegen habe ich mir das bestellt. Ich weiß gar nicht genau, worum es geht, aber es sieht spacig aus und ich lasse mich einfach überraschen. Dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar bekommen und zwar vom CBT Verlag Salz und Stein von Victoria Scott. Das ist der zweite Teil zu Feuer und Flut, genau, so heißt es. Und das fand ich ja richtig, richtig gut. Es ist eine Dilogie bisher, wobei ich gehört habe, dass es so geschrieben ist, als wären da noch mehr Teile eigentlich geplant gewesen. Aber ich glaube, der englische Verlag hat nur zwei Teile übernommen, aber ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und werde es dann auch bald lesen. Und dann werdet ihr natürlich auch eine Rezension dazu bekommen. Dann war ich vor ein paar Tagen mit Gordon in Hannover. Ich verlinke seinen Kanal mal unten. Ihr müsst ihn unbedingt mal auschecken, auch wenn er nicht so oft Videos macht. Aber auf jeden
jeden Fall war ich mit Gordon in Hannover und wir haben Mockingjay 2 geguckt. Und dann waren wir noch kurz im Hugendubel und ich habe dort einen Schatz ergattert. Es war runtergesetzt, es ist ein Mängelexemplar. Es ist Die Kunst des Hobbit von Wayne G. Hammond und Christina Scull. Und der Hobbit ist natürlich von J.R. Tolkien. Tolkien. Oh Gott, ich rede zu schnell. Ja, es ist ein Buch in einem Schuber. Und ja, es ist ein Mängelexemplar und an diesem Buch sind auch ganz klar Mängel. Das ist ein bisschen schade, aber dafür, dass es von 30 Euro auf 10 runtergesetzt war, ist es absolut vertretbar und ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Buch jetzt habe. Es geht darum, dass Tolkien ja auch einfach sehr viel gezeichnet hat und auch die Welten, die er sich ausgedacht hat, noch verbildlicht hat und dass man durch diese ganzen Bilder hier noch einen besseren Eindruck von der Welt bekommt und ich liebe ja den Hobbit, also das Buch fand ich richtig genial, ist eins von meinen Lieblingsbüchern. Die Filme finde ich leider nicht so gut. Ja. Aber ich bin super gespannt hier drauf und freue mich ganz, ganz doll. Die Mängel hieran, die kann ich euch gerne mal zeigen, ist zum Beispiel hier, dass man, ich glaube, das kann man jetzt nicht so erkennen, auf jeden Fall sind diese Seiten hier kürzer. Und das liegt irgendwie daran, dass es nicht richtig gebunden ist, weil hier ist Seite 41 und 42 und die hängen so aneinander. Das heißt, eigentlich müsste man das hier so umblättern können, aber das wurde anscheinend irgendwie falsch gebunden, sodass es sieht so aufgeklappt wird und das passt alles nicht, weil das hier, ja, das ist Seite 42, das ist Seite 43, 44 und dann passiert das aber hier auch nochmal und dann ist das hier 45, 46 und ich glaube, das muss nicht so. Also ich weiß nicht, ob es so muss. Ups, wobei das hier auch wieder so Bilder sind, ne? Weiß ich nicht, aber ich dachte schon mal, dass es irgendwie nicht so ist. Weil hier kommt nämlich nach Seite 42 eigentlich sonst direkt Seite 47. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist es aber auch gar kein Mangel. Weiß ich nicht. Aber ich finde das Buch trotzdem sehr, sehr schön und alle Seiten sind vorhanden. Und ich werde es auf jeden Fall irgendwann lesen. Und der Schuber ist halt so ein bisschen mangelhaft. Weil hier, ihr seht das vielleicht, hier ist noch so ein Streifen, der eigentlich nicht darauf gehört. Und das, die Schrift ist einfach nicht ganz mittig. Aber hey, damit komme ich absolut klar. Und ich werde mir das Buch sowieso so rum irgendwo hinstellen. Dann habe ich außerdem noch den 10. Band von Tokyo Ghoul gekauft in Hannover. Ich weiß gar nicht, bis wann ich euch das alles gezeigt hatte. Ich weiß nicht, ob ich euch die letzten 2-3 Bände, die ich gekauft habe, noch gezeigt habe. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt beim 10. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Wie ihr seht, ist er noch eingeschweißt. Und ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. So, und dann habe ich noch ein paar DVDs, aber die habe ich nicht alle innerhalb von den letzten paar Wochen gekauft, sondern schon innerhalb von den letzten paar Monaten. Aber die habe ich immer vergessen, euch zu zeigen. Und jetzt habe ich sie mal alle rausgesucht und werde euch das dann jetzt mal vorstellen. Und zwar geht es zuerst los mit den Studio Ghibli Blu-ray Editions und zwar habe ich davon einige und ich glaube, ich habe euch noch nie eine gezeigt. Das ist schade, weil die super, super schön sind. Ich schätze, dass ihr die Ghibli-Filme kennt. Ihr werdet bestimmt Chihiros Reise ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke oder das wandelnde Schloss kennen. Auf jeden Fall hat das Studio Ghibli ja noch viel mehr Filme gemacht und es gibt ganz viele von denen jetzt in einer extra Blu-ray Edition mit Covern, die zueinander passen. Und zwar habe ich von dieser Blu-ray Edition hier einige. Die kosten auf Amazon immer so 20 bis 25 Euro und das ist einfach sauteuer. Aber ich habe die alle zusammen auf einer Wunschliste gehabt und da gucke ich von Zeit zu Zeit mal rein, weil diese DVDs bzw. diese Blu-rays auch immer mal wieder reduziert sind. Und das heißt, ich habe, glaube ich, für keine dieser Blu-rays den vollen Preis bezahlt. Ich habe höchstens 15 Euro immer für eine gezahlt, weil wirklich oft welche davon im Angebot sind. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr ja einfach mal suchen und ich würde mir die auch wirklich alle zusammen auf eine Wunschliste packen und da dann von Zeit zu Zeit mal reinschauen, weil es wirklich ständig davon welche reduziert sind. So, dann fange ich aber mal an damit und zwar ist das hier, ja, Nausicaä, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aus dem Tal der Winde. Den habe ich noch nicht gesehen, den habe ich mir auch erst neulich gekauft und ich freue mich schon ganz doll auf den. Dann als nächstes Prinzessin Mononoke und den habe ich schon gesehen und der ist ganz, ganz toll. Dann Mein Nachbar Totoro, den habe ich vor Jahren mal gesehen, den wollte ich immer noch mal schauen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen, aber der Film ist auch ganz, ganz niedlich und toll. Dann Das wandelnde Schloss und das ist, glaube ich,
glaube ich, mein Lieblings-Ghibli-Film bisher. Auf jeden Fall einer meiner Liebsten. Ich finde den so toll. Und ich war früher so mega verknallt in Haruro. Wirklich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich, glaube ich, 12 oder 13 oder so. Und ich war so verknallt in Haruro. Und das hat sich bis heute ein bisschen durchgezogen. Dann ein Film, den ich neulich erst zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar Arrietty, die wundersame Welt der Borger, genau. Und der ist so schön, Leute. Dieser Film ist so toll. Und die Musik ist so wunderschön. Ihr müsst diesen Film unbedingt gucken. Es geht um so kleine Leute, die in der Menschenwelt wohnen, aber die sind ganz, ganz klein, wie so Zwerge. Und manchmal müssen die auch so gefährliche Abenteuer reisen und müssen in das Haus der Menschen und sich da ein bisschen was an Verpflegung holen und so weiter. Und es ist so niedlich. Und dann wird Arrietty, das ist so ein Mädchen, die wird dann aus Versehen von einem Menschenjungen entdeckt. Und ja, ich finde es ganz, ganz toll. Und wie gesagt, die Musik ist so schön. Und ja, ganz toller Film. Dann noch Wie der Wind sich hebt. Und den habe ich auch vor, keine Ahnung, ein, zwei Monaten irgendwann mal gesehen. Der Film war auch schön, aber irgendwie so langgezogen. Also man guckt ihn 2 Stunden lang und man hat aber das Gefühl, es sind 8 Stunden, weil relativ wenig passiert. Also es passiert eigentlich nicht wenig, aber es ist alles ein bisschen unspektakulär. Ich weiß es nicht. Ja, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt, obwohl er auch berührend war. Ja, auf jeden Fall nicht einer meiner Favoriten, aber kann man mal schauen. So, und das waren jetzt die ganzen Blu-rays von der Studio Ghibli Collection. Dann habe ich noch eine DVD zum Geburtstag bekommen von meinen Eltern, und zwar The Maze Runner. Ich mag diesen Film gerne, wirklich. Ich finde ihn wirklich gut gemacht. Und den zweiten Teil mochte ich ja auch, obwohl der nichts mehr mit dem Buch zu tun hat. Auf jeden Fall, ja, Maze Runner. Ich finde ihn cool. Dann habe ich mir auch schon vor einiger Zeit gekauft die 3. Staffel Game of Thrones. Und da habe ich, glaube ich, erst eine Folge oder 2 Folgen von gesehen. Ich weiß es nicht, da muss ich mal weitermachen. Weil ich darf ja jetzt endlich weiter gucken, weil ich die Bücher schon bis zu diesem Punkt gelesen habe. Und ja, ich freue mich drauf. Dann habe ich mir noch The Nightmare Before Christmas ganz spontan gekauft, weil der relativ günstig war. Und ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Und alle Leute schwärmen immer so davon, der soll so toll sein. Das ist halt so ein Tim Burton-Film. Und ja, ich finde, das sieht man auch schon so, ne? Aber wahrscheinlich kennt ihr den auch schon alle. Und nur ich bin hier die Einzige auf dem ganzen Planeten, die den Film noch nicht gesehen hat. Ja. Und das werde ich auf jeden Fall zu Weihnachten irgendwann mal dann ändern, also in nächster Zeit. Dann habe ich mir außerdem noch auf die Empfehlung eines Arbeitskollegen hin das erstaunliche Leben des Walter Mitty gekauft. Ich habe den aber noch nicht gesehen und mein Arbeitskollege, der schaut auch super viele Filme und der meinte, der Film wäre richtig, richtig cool. Und deswegen habe ich mir die Blu-ray mal gekauft, weil die tatsächlich auch recht günstig war. Und ja, den muss ich dann jetzt endlich mal schauen. Und dann habe ich mir bei der Cyber Monday Woche von Amazon noch dieses gute Stück gekauft. Und zwar die 1. Staffel von The 100. Ich wollte das damals sogar schon angefangen haben, als es im Fernsehen lief, aber ich bin nie dazu gekommen, das zu gucken. Das war richtig traurig. Ja, und jetzt läuft ja schon die 2. Staffel oder die ist, glaube ich, schon, das war sogar schon das Finale jetzt neulich von der 2. Staffel. Ja, auf jeden Fall habe ich die 1. Staffel jetzt und ich habe sie auch schon geguckt und sie war richtig cool und ich möchte jetzt gerne die 2. Staffel gucken, weil ich bin sehr gespannt und ja. Ja, war dann, glaube ich, auch sogar das letzte Ding, was ich euch zeigen musste. Nein, halt, stopp! Außerdem habe ich zum Geburtstag noch bekommen meine erste Funko-Pop-Figur, und zwar Harry Potter! Und diese Funko-Pop-Figuren sind ja diese Figuren mit den großen Köpfen. Und die gibt es von allen möglichen Filmen und Serien und Fandoms und was weiß ich. Das ist meine erste und meine Eltern haben mir die geschenkt. Und ich finde sie super cool und super niedlich. Und Harry ist aber nicht mehr alleine, denn ich habe mir direkt schon eine 2. gekauft. Und zwar Captain Hook von Once Upon a Time. Ich zeige sie euch beide nochmal. Ja, es gibt auch eine Once Upon a Time Serie, also Reihe von diesen Figuren. Und Hook ist wahrscheinlich der beliebteste von denen da. Und die Figur war immer so 30 Euro teuer. Und ich dachte mir so, oh nee, 30 Euro will ich dafür nicht ausgeben. Und dann habe ich neulich gesehen, dass er 20 Euro gekostet hat. Und dann dachte ich, ja, es ist irgendwie schmerzhaft. Aber ich möchte ihn so sehr haben, weil er mein Lieblingscharakter ist. Und jetzt ist Harry auch nicht mehr so alleine. Und jetzt sind die beiden miteinander befreundet. Und sie haben beide so coole Accessoires. Hook hat seinen Haken und ein Schwert und Harry hat seinen Zauberstab. Das finde ich cool.
Okay, Leute, das war's mit meinen Geburtstagsgeschenken und all dem anderen Kram. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.